das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Markus. In jener Zeit kamen Jesus und seine Jünger zu einem Garten, der Gethsemane heißt. Und er sagte zu ihnen: Wartet hier, während ich bete. Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Da befiel ihn Furcht und Angst, und er sagte zu ihnen: Ich bin zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Dann ging er ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete: Die Stunde soll, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen. Er sprach: Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und er ging zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus: Simon, du schläfst. Konntest du nicht einmal eine Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder weg und betete mit den gleichen Worten. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sagte zu ihnen: Schlaft ihr noch immer und ruht euch aus? Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn den Händen der Sünder ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der Mensch, der mich verrät, ist nahe. Während er noch redete, kam Judas, einer der Zwölf, und mit ihm eine Schar von Männern, die Schwerter und Knüppel trugen. Sie waren im Auftrag der hohen Priester, Schriftgelehrten und Ältesten gekommen. Der Verräter hatte mit ihnen ein Zeichen verabredet und gesagt: Der, den ich küssen werde, ist es. Nehmt ihn fest und führt ihn unter sicherer Bewachung ab. Und als er kam, ging er sogleich auf ihn zu und sagte: Rabbi. Und er küsste ihn. Da ergriffen sie ihn und nahmen ihn fest. Doch einer von denen, die dabei standen, zog das Schwert,
schlug auf den Sklaven des hohen Priesters ein und hieb ihm dabei ein Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihnen: Mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, um mich wie einen Räuber gefangen zu nehmen. Tag für Tag war ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht festgenommen. Aber die Schrift muss in Erfüllung gehen. Da verließen ihn alle und flohen. Ein junger Mann, der nur ein leinenes Tuch um den Körper trug, wollte ihn nachgehen. Da packten sie ihn, er aber ließ das Tuch los und entfloh nackt. Sie führten Jesus zum hohen Priester, und es versammelten sich alle hohen Priester und Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber war ihm von Weitem bis in den Hof des hohen Priesters gefolgt. Nun saß er bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die hohen Priester und der ganze Hohe Rat suchten nach einer Aussage gegen Jesus, um ihn zum Tode verurteilen zu können, fanden aber nichts. Zwar machten viele falsche Aussagen über ihn, aber die Aussagen stimmten nicht überein. Einige der falschen Zeugen, die gegen ihn auftraten, behaupteten: Wir hörten ihn sagen, ich werde diesen von Menschen gebauten Tempel niederreißen und in 3 Tagen einen anderen errichten, der nicht von Menschen gemacht ist. Aber auch in diesem Fall stimmten ihre Aussagen nicht überein. Da stand der hohe Priester auf, trat in die Mitte und fragte Jesus: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich vorbringen? Er aber schwieg und gab keine Antwort. Nochmals wandte sich der hohe Priester an ihn und fragte: Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Jesus sagte: Ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der hohe Priester sein Gewand und rief: Was brauchen wir jetzt noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Und sie fällten alle das Urteil: Ihr seid des Todes schuldig. Und einige spuckten ihn an, verhüllten sein Gesicht und schlugen mit den Fäusten auf ihn ein und sagten: Zeig, dass du ein Prophet bist.
auch die Diener schlugen ihn. Als Petrus unten im Hof war, kam eine von den Mägden des hohen Priesters. Sie sah Petrus, der sich wärmte, blickte ihn an und sagte: Auch du warst bei dem Nazarener, diesem Jesus, da. Doch er leugnete es und sagte: Ich weiß und verstehe nicht, wovon du redest. Dann ging er in den Vorhof hinaus. Als die Magd ihn dort bemerkte, sagte sie zu denen, die dabei standen, noch einmal: Er gehört zu ihnen. Er aber leugnete wiederum. Wenig später sagten die Umstehenden von Neuem zu Petrus: Du gehörst wirklich zu ihnen, du bist doch auch ein Galiläer. Da beteuerte er unter Verwünschungen und Schwüren: Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Gleich darauf krähte der Hahn zum zweiten Mal. Und Petrus erinnerte sich, dass Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen. Gleich am frühen Morgen ließen die hohen Priester, die Ältesten und die Schriftgelehrten, also der ganze hohe Rat, Jesus fesseln, abführen und Pilatus übergeben, wie sie beschlossen hatten. Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er antwortete ihm: Du sagst es. Und die hohen Priester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Pilatus wandte sich wieder an ihn und fragte: Hast du darauf nichts zu sagen? Hör doch, wie viele Anklagen sie gegen dich vorbringen. Jesus aber gab keine Antwort mehr, so dass sich Pilatus wunderte. Jeweils zum Fest pflegte er ihnen einen Gefangenen freizugeben, den sie sich ausbitten durften. Damals saß gerade ein Mann namens Barabbas im Gefängnis, zusammen mit anderen Aufrührern in Haft, die bei einem Aufstand einen Mord begangen hatten. Das Volk zog zu Pilatus hinauf und bat, er möge ihnen dasselbe gewähren wie bisher. Pilatus fragte sie: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Er merkte nämlich, dass die hohen Priester ihm Jesus aus Hass ausgeliefert hatten. Die hohen Priester aber hatten das Volk aufgewiegelt, er solle ihnen lieber den Barabbas freigeben.
Pilatus wandte sich von Neuem an sie und fragte: Was soll ich dann mit diesem tun, den ihr den König der Juden nennt? Da schrien sie: Kreuzige ihn! Pilatus entgegnete: Welches Verbrechen hat er denn begangen? Sie schrien noch lauter: Kreuzige ihn! Um das Volk zufriedenzustellen, gab ihnen Pilatus den Barabbas frei. Jesus aber ließ er geißeln und befahl, ihn zu kreuzigen. Die Soldaten führten ihn in den Palast, das heißt ins Prätorium, und riefen die ganze Kohorte zusammen. Dann legten sie ihm einen Purpurmantel an und flochten einen Dornenkranz. Den setzten sie ihm auf und grüßten ihn: Heil dir, König der Juden! Sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf und spuckten ihn an, beugten ihre Knie und huldigten ihm. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Purpurmantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Einen Mann, der gerade vom Feld kam, Simon von Cyrene, den Vater des Alexander und des Rufus, zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. Und sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgotha, das heißt übersetzt Schädelort. Dort reichten sie ihm Wein mit Myrrhe gemischt, er aber nahm ihn nicht. Dann kreuzigten sie ihn. Sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber, um zu sehen, was jeder bekommen sollte. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und die Aufschrift, die seine Schuld angab, hieß: Der König der Juden. Mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, den einen rechts, den anderen links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, verspotteten ihn, sie schüttelten den Kopf und riefen: Du reißt den Tempel nieder und baust ihn in drei Tagen wieder auf. Hilf dir doch selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso verhöhnten ihn die hohen Priester und Schriftgelehrten und sagten zueinander: Andern hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen.
der Messias, der König von Israel. Er soll doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit wir sehen und glauben. Auch die beiden Männer, die mit ihm gekreuzigt waren, beschimpften ihn. Als die sechste Stunde kam, brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis zur neunten Stunde dauerte. Und in der neunten Stunde rief Jesus laut: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten: Hört, ihr ruft den Elia. Einer aber lief herbei und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er: Wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, rief er aus: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Es waren auch Frauen da, die von Weitem zuschauten. Unter ihnen waren Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen und Joses, so wie Salome. Sie hatten ihn schon begleitet und ihm gedient, als er in Galiläa war. Und noch viele andere waren dabei, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Es war Rüsttag, der Tag vor dem Sabbat, und da es schon Abend wurde,
kam Josef von Arimathea, ein vornehmer Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete. Er wagte es, zu Pilatus zu gehen und um den Leichnam Jesu zu bitten. Pilatus war erstaunt zu hören, dass Jesus gestorben war. Er ließ den Hauptmann kommen und fragte ihn, ob Jesus bereits tot sei. Als der Hauptmann es ihm bestätigte, überließ er Josef den Leichnam. Josef kaufte Leinen, nahm den Leichnam ab, wickelte ihn in das Leinen und setzte ihn in einem Grab bei, das in den Fels gehauen war. Dann wälzte er einen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria aus Magdala aber und Maria, die Mutter des Josef, sahen zu, wohin der Leichnam gelegt wurde.